Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Novena zum göttlichen Herzen Jesu, zweiter Tag. Göttliches Herz Jesu, durch das mitleidige Herz Maria, Mariens opfere ich dir alle Gebete, alle Werke und alle Leiden dieses Tages, zum Ersatz aller Beleidigungen auf, die dir angetan worden sind. Alles das opfere ich auf, in den Meinungen, die du beständig bei deinem Opfer auf dem Altar hegst. Liebreichster Erlöser, du spendest durch die Liebe deines göttlichen Herzens getränkt von deinem Tabernakel aus unzählige Wohltaten an alle, die reumütig und vertrauensvoll zu dir rufen. Wende gnädig die Barmherzigkeit deines süßen Herzens auch mir zu und erhöre mich in dem Anliegen, für das ich diese neuntägige Andacht halte, in der Intention, die Mutter Gottes zu trösten und in allen ihren Anliegen. Lass mich, gütigster Heiland, nicht ohne Erhörung bleiben. Durch alle Opfer deines Lebens, durch deinen blutigen Angstschweiß, durch die Todesnot und offene Wunde deines heiligsten Herzens. Beschwöre ich dich, siehe barmherzig auf mich nieder und lass mich Gnade finden. Verschmähe mein demütiges Flehen nicht, sondern erhöre mich. Zeige, dass du das Herz des besten Vaters hast und dich meiner erbarmest. Amen. Herz Jesu Rosenkranz, zweites Gesetzchen. Jesus, der in seinem Herzen die Not der Welt durchlitten hat. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Not der Welt durchlitten hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Not der Welt durchlitten hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Not der Welt durchlitten hat.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Not der Welt durchlitten hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Not der Welt durchschlitten hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Not der Welt durchlitten hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Not der Welt durchlitten hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Not der Welt durchlitten hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Not der Welt durchlitten hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Not der Welt durchlitten hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute das ganze Fegefeuer mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel. Besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Kleine Novena zur Mutter von der immer erwährenden Hilfe, neunter Tag.